Alles schon mit den Terminen begonnen. Ich mache gleich mal weiter. Jetzt heute im Forum 3, direkt, also um 20 Uhr, unter dem Motto, den Frieden gewinnen, nicht den Krieg, für eine verantwortliche und solidarische kommunale Außen- und Friedenspolitik, findet dort im Forum 3 etwas statt. Eingeladen sind Vertreter des Stuttgarter Gemeinderats. Genau. Dann gibt es noch eine Infoveranstaltung in Feuerbach mit dem Thema Baustellen rund um den Bahnhof am 7. Mai um 19 Uhr im Bürgerhaus Feuerbach. Flyer werden, glaube ich, hier gerade verteilt und dann hier winkt ein Schild. Der Andreas Eder kann dann noch mehr dazu sagen. In Feuerbach von der Initiative Feuerbach für K21. So, habe ich jetzt noch vergessen? Ich denke schon, aber Sie können ja alle auch im Internet gucken und wir sind jetzt auch natürlich schon über der Zeit. Was uns aber, glaube ich, jetzt nicht so stört bei dem schönen Wetter. Die Polizei hat eh schon von Straßenchaos gesprochen, auch ohne uns erstaunlicherweise. Wir laufen natürlich nachher trotzdem. Jetzt möchte ich Ihnen noch sagen, wo wir denn grob hinlaufen. Wenn ich dann meinen Zettel dazu finde. Ja, hier, genau. Also die Demo-Route, wer letztes Mal mitgegangen ist, weiß es auch schon grob. Ziel wird eben sein, die Feinstaubmessstelle also am Neckartor, hier in die Kirchstraße rein, über den Schlossplatz am Königsbau entlang, in die Boltstraße, Schillerstraße. Kann sich noch jemand merken? Ich würde sagen, einfach dem Frontbanner entlang. Ja, weil ich glaube, wenn ich jetzt die ganzen Straßennamen ansage, sie laufen einfach schön brav den Frontbanner entlang, sind schön laut, kreativ und bunt und kommen dann an dieser Messstelle, an diesem Platz gegenüber der Urbanstraße oder in der Urbanstraße, machen dort kräftig laut einen Schwabenstreich und danach ist dann eben auch der Demozug beendet. Ich bedanke mich, dass Sie heute hier so lange ausgehalten haben. Ich freue mich, dass Sie wieder so viele waren. Und ich finde den Blick von hier oben einfach ganz klasse und will jetzt diese Kundgebung beenden mit einem kräftigen Oben bleiben. Ja.